Es werden eben diese Geräte gefördert. Wie gesagt, BHKWs tragen im Gegensatz zur konventionellen Stromerzeugung in Verbindung einer Standardheizung zu einer erheblichen Reduzierung des Mehrenergiebedarfs und zu CO2-Minderung bei. Mit BHKWs können die Ziele des Kyoto-Protokolls heute relativ kurzfristig erreicht werden. BHKWs sind von der Bundesregierung als Mittel zur Senkung des CO2-Ausstoßes anerkannt und werden auf staatlicher Ebene mit dem Gesetz, ich komme zu den zwei Gesetzen, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, KWK-Gesetz und mit dem Erneuerbaren Energiengesetz auf breiter Basis gesetzlich gefördert. So, kommen wir jetzt mal zum KWK-Gesetz. Das gilt im Prinzip für Blockgaskraftwerke, die mit fossilen Energieträgern, Erdgas und Heizöl betrieben werden. Grundsätzlich setzt sich die Vergütung zusammen aus drei Anteilen. Es gibt einen sogenannten Kraft-Wärme-Kopplungszuschlag, 5,11 Cent. Diese 5,11 Cent bekommen Sie auf 10 Jahre ab Inbetriebnahme der Anlage. Dann bekommen Sie den sogenannten Baseload-Preis der Leipziger Strombörse erstattet. Dieser ist praktisch ein Börsenpreis des Stroms. Der ändert sich quartalsweise. Der beträgt jetzt für das dritte Quartal 2009 3,7 Cent. Das heißt, man bekommt dann für das vierte Quartal 2009 den Preis vom letzten Quartal erstattet. Dann gibt es noch die sogenannten Familiennetznutzungskosten. Das heißt, dass man eben nicht die Netze der Stromversorger benutzt. Ja, da versuchen natürlich die Energieversorger diese Kosten immer irgendwie ganz klein zu halten. Ich habe mal hier Stadtwerke Liebefeld. Das ist ein Scherz, 0,04 Cent, habe ich ein bisschen diskutiert und ich kam auch nicht weiter. Ich sagte nur, die Kosten der nächsten, der höheren Ebene werden erstattet. Also 0,04, dann wäre im Prinzip die Gesamtvergütung jetzt fürs vierte Quartal 8,85 Cent. So. Weiterhin erhält man eine Rückvergütung der Mineralölsteuer für Heizöl und für Erdgas, die wird am Ende des Jahres zurückerstattet. So, und mit dem neuen KWK-Gesetz, jetzt ab 2009, erhält man jetzt auch zusätzlich für den eigengenutzten Strom 5,11 Cent pro Kilowattstunde. Und es ist daher eben günstiger, den erzeugten Strom möglichst selbst zu nutzen, da der Bezugspreis für den Strom mit ca. 21 Cent pro Kilowattstunde wesentlich höher ist. Hier sehen Sie mal einen Chart für den Baseload-Preis an Leipziger Strombörse seit 2000. Sie sehen, es hat so mit 2 Cent pro Kilowattstunde so ungefähr angefangen, ging dann im Prinzip so Ende 2005, Anfang 2006 schön hoch, 6 Cent, 6,5 und im Prinzip dann nochmal richtig im Sommer 2008 auf über 7 Cent pro Kilowattstunde hoch. Jetzt habe ich mich gefragt, ja, wie kommt das? Wovon kann das denn abhängen, dass der so schwankt? Und da ich mir gedacht habe, es hängt alles irgendwie am Ölpreis, muss am Ölpreis liegen, habe ich einfach mal gegenübergestellt den Quartalspreis, Baseload, dargestellt über den Quartalspreis des Heizöls. So. So, da sieht man jetzt sehr schön eine Abhängigkeit da. Das heißt also, wenn der Heizölpreis steigt, steigt auch der Baseloadpreis. Das ist eine direkte Abhängigkeit da. Deshalb eben ganz wichtig, dass wir eben die Eigennutzung des Stroms hier im Vordergrund sehen sollten. So, wie sieht das hier beim EEG aus? Biomasse. Sieht jetzt ein bisschen anders aus, die Vergütung. Wir haben also eine Grundvergütung, die liegt bei 11,67 Cent. Dann gibt es drei Boni, ein Navarro-Bonus, ein Bonus für nachwachsende Rohstoffe. Da muss der Hersteller bestimmte, sag ich mal, Qualitätsstufen einhalten, um die Zertifikate auszustellen zu können. Dann gibt es noch einen KWK-Bonus in Höhe von 3 Cent und einen Techno-Bonus in Höhe von 2 Cent. Das heißt, die Gesamtvergütung kann bis zu 22,67 Cent betragen. Diese Vergütung bekommen Sie dann auf 20 Jahre garantiert. Und die Degression beträgt dann 1% pro Jahr. Das heißt jetzt nicht, dass wenn Sie die Anlage dieses Jahr in Betrieb nehmen, dass Sie jetzt jedes Jahr immer weniger bekommen. Sie bekommen diese 22,67 Cent für 20 Jahre. Und jemand, der die Anlage 2010 in Betrieb nimmt, der kriegt eben 22,67 minus 1% und das für 20 Jahre. Das ist ähnlich wie bei Photovoltaik, weil Photovoltaik ist ja auch in diesem Gesetz enthalten. So, und jetzt war das auf ersten Blick alles ganz toll aus mit dem Gesetz.
Und jetzt haben wir alle mal richtig nachgelesen und da steht da irgendwie alles richtig ein bisschen merkwürdig drin. Insbesondere zu dem KWK-Bonus und zu dem Techno-Bonus. Und da sind wir auch noch in der Klärung mit dem Bundesumweltministerium. Einige User haben ja auch schon versucht, in der Clearingstelle da Kontakt aufzunehmen. Die wussten auch nicht weiter. Also da sind wir jetzt noch in der Klärung, wie jetzt eben dieser KWK-Bonus nachgewiesen werden soll. Wie gesagt, hier ist die komplette Netzeinspeisung günstiger, da die Gesamtvergütung höher ist als die Strombezugskosten. Jedoch ist eine Umstellung auf Eigennutzung jederzeit möglich. Man kann jederzeit wieder auf Eigennutzung übergehen, im Prinzip den Strom, den man erzeugt, auch selbst verbrauchen. Das ist möglich. Wichtig ist natürlich die Beachtung von steuerlichen Aspekten und das Thema Steuern ist wirklich ein Sonderthema und das wäre auch ein eigener Vortrag. Aber können wir uns gerne mal so dann im Einzelgespräch, obwohl ich das, weil ich da steuerbar bin, eigentlich nicht darf, mal unterhalten. So. Welche öffentlichen Förderprogramme haben wir in Deutschland? Ich nehme einfach mal übergreifend das Impulsprogramm der BAFA. Es gibt auch noch Länderförderprogramme, auch umfangreich. Und aber hier jetzt mal das BAFA-Programm. Das sind förderfähige Anlagen. Finden Sie unter www.bafa.de im Leistungsbereich bis 50 kW elektrisch. Man wollte also gerade die kleine Kraftwärmekopplung fördern. Ja, wichtig ist, Vollwartungsvertrag vom Hersteller bzw. dessen Vertreter muss angeboten werden und es darf eben nicht in die Betriebe liegen mit Fernwärmeversorgung, überwiegend aus KWK-Anlagen. Und wie gesagt, Einhaltung der Anforderungen der jeweils mit TA Luft. Und dann im Prinzip noch so zwei Sachen, die man auch erfüllen muss. Primärenergieeinsparung mindestens 10% und Jahresnutzungsgrad mindestens 80%. Der Förderbetrag wird errechnet mit Hilfe dieser Formel, die Sie sehen, gibt es einen Faktor, FVBH, den erkläre ich gleich, und dann eben mal einer Basisförderung an einer Bonusförderung. Und im Prinzip dieser Faktor vorne, da berechnet man die Vollbenutzungsstunden, das heißt, wie viele Stunden läuft das IAKW bei Ihnen im Jahr, teilt diesen Wert durch 5000, da gibt es einen Faktor, der kann aber nur maximal 1 werden, das heißt, wenn das Gerät bei Ihnen das ganze Jahr durchläuft, also 8760 Stunden, wäre der Faktor auch nur 1. So, ja, wie sehen jetzt diese Boni aus? Das heißt also, man will vor allen Dingen kleine Kraftwärmepumpen fördern. Das heißt, nehmen wir ein Beispiel hier, die Basisförderung von 0 bis 4 kW sind 1550 Euro. Hat ein BAKW mehr als 4 kW, dann gibt es für die nächsten KWs also von 4 bis 6 dann 750 Euro und dann von 6 bis 12 250 von 12 bis 25 125 Euro und von 25 bis 50 kW 50 Euro. Dazu gibt es, wie gesagt, noch eine Bonusförderung. Das heißt, wenn man eben die TA Luft halber einhält, bezüglich Stickoxiden und CO, gibt es also nochmal entsprechende Werte. Und das kann dann eben mal schnell über 7000 Euro kommen, die Förderung. So, komme ich jetzt einfach mal zu einem kleinen Streifzug durch die BAKWs. Hallo? Okay, geht wieder. Okay. So, kleiner Streifzug durch die BAKWs. Ist auch nicht, wie gesagt, der Vollständigkeit halber. Ich habe einfach mal so ein paar klassische Geräte rausgenommen. Und wenn man an BAKWs denkt, im kleinen Leistungsbereich, dann fällt einem natürlich sofort auch der DAX ein. Senatec DAX HKA. Das ist, wie gesagt, der Klassiker unter den Motor-BAKWs im kleinen Leistungsbereich. Heizleistung liegt zwischen 10,3 und 5,5, elektrische Leistung 5,3 bis 5,5, Leistung ist Festwert, Motortyp Einzylinder Viertakt, 580 Kubik, eben als Gas- oder Dieselmotor, Brennstoffe, Erdgas, Flüssiggas für den Gasmotor und eben Heizöl, RME, das ist Rapsmethylester und Rapsöl für den Dieselmotor. Wirkungsgrad bezogen auf den Brennwert beträgt zwischen 80 und 89%. Etwas technischen Asynchrongenerator und Sie haben noch die Möglichkeit, hier so einen Kondensator das anzuschließen, das heißt, Sie können auch dann noch Brennwertnutzung befreien. So, zweites Gerät, was ich mal so vorstellen möchte, ganz typisch, EcoPower, ist jetzt Heizleistung 8 bis 13,7 kW, das sind da zwei Geräte, elektrische Leistung von 3 bis 4,7 kW, Leistung ist modulierend, das heißt, die Leistung kann verändert werden, Motortyp Einzylinder Viertakt, Motorart, wie gesagt, rein für Gas ausgelegt. Wirkungsgrad liegt bei 82%, ist mit dem Wechselrichter ausgestattet, mit Systemtrennung und hat einen Kondenser integriert.
so, dass es auch alles größer geht. Und wie gesagt, nach oben, wie gesagt, meine Damen und Herren, gibt es keine Grenzen. Immer so ein ganz etwas größeres BHKW, so Energy 30 P400, Heizleistung 563 kW, elektrisch 400, MAN Ottomotor, Brennstoff Erdgas. Der Wert ist das Einfamilienhaus ein bisschen groß. Ne? Da können Sie schon so eine ganze Siedlung mit betreiben. So, jetzt mal andere BHKW-Typen. Das sind jetzt BHKW-Typen der neueren Generationen, wo eben der Motor ein Stirling-Motor ist. Ein Stirling-Motor ist erklärt Ihnen gleich. Heizleistung hier für den Gerät, Zahnmaschine Pellet, 10,5, elektrisch 3,0. Leistung kann in Teillastschaltung geschaltet werden, also bei 6 kW. Motor ist ein Stirling-Motor, Brennstoff Pellets, Holzpellets, Wirkungsgrad 90% und Strom wird über einen Wechselrichter eingespeist. Was ist jetzt ein Stirling-Motor? Ein Stirling-Motor ist jetzt kein Verbrennungsmotor mehr, wie Sie klassisch kennen, sondern ein Stirling-Motor ist ein Gasausdehnungsmotor. Das heißt, Sie führen von oben Wärme zu, hier über die Flamme, über jetzt über einen Holzvergaser, in dem Kolben des Arbeitsmittels, des Stirling-Motors, ist Stickstoff. Dieser Stickstoff wird durch die Flamme erwärmt, dehnt sich aus, drückt den oberen Kolben nach unten, dann strömt das heiße Gas rechts, sehen Sie da so einen kleinen Wärmetauscher, dort wird die Wärme ans Heiztest abgegeben und dann wird der Wärmestrom auf den zweiten Kolben gedrückt, damit der erste Kolben nach oben kommt. Das heißt also hier reiner Antrieb durch Gas aus dem durch den Temperaturdifferenz. So im Prinzip produziert ein Stirling-Motor. Also wie gesagt, keine innere Flamme, keine Verbrennung, reiner Antrieb von außen durch Wärme. Und wie die Wärme erzeugt wird, das ist jetzt beliebig. Können Holzpellets sein, das kann Gas sein, Erdgas, kann auch mit dem Ölbrenner sein, könnte auch Solar sein. Und das ist man da ziemlich frei. So, hier mal ein Vergleich Preise mit dem Holzpellets zu Heiz- und Erdgas. Auch mal jetzt hier so drei, jetzt knapp 4 Jahre auch. Rückwirkend und man sieht, Holzpellets sind immer relativ günstiger als Erdgas und Erdöl und folgen auch nicht so konkret in Schwankungen, weil es sind einfach andere Märkte. Der Holzmarkt ist viel diversifizierter, viel, viel kleiner, die dort anbieten. Also da gibt es noch nicht so diese großen Konzentrationen, die wir vom Erdöl und Erdgas haben. So, nächstes BHKW-Typ, auch im Stirling-Motor, ist der Wispergen. Kommt aus Neuseeland, wurde früher als Stromerzeuger auf Schiffen eingesetzt, Segelboote ganz viele. Ist jetzt auch seit einigen Jahren in Deutschland im Feldtest gewesen. Markteinführung findet jetzt diesen Sommer statt. Heizleistung, wie gesagt, 7 kW, elektrisch 1 kW, Leistung ist festgehört. Brennstoff ist Erdgas, Wirkungsgrad 73% und das Gerät ist, sage ich mal, ganz klassisch für den Eigenstromverbrauch ausgelegt, da Sie ab 1 kW im Prinzip da sehr viel Ihren Eigenstrom decken können. So, dass es auch alles wieder größer geht, sehen Sie jetzt hier. So ein Biomasse BHKW, da ist eigentlich der Marktführer hier die Firma Talbox aus England. Das ist jetzt so ein Biomass Generator. Heizleistung 200, elektrisch 100 kW, Leistung modulierend mit einer Mikroturbine, Brennstoffe, feste Biomasse, die Partnerfirma von mir aus Winde, und das habe ich mal schöne Videos gesehen, da ist so, fährt ein richtig schönes Tor auf und dann fährt dann der Trecker mit seinen Heuballen da rein, ist schon wirklich imposant, wie so ein Gerät funktioniert. Da können Sie natürlich alles verbrennen, können Sie alles reinkippen. Läuft.